Supergrip. Also, der Ball ist wirklich top. Den kann ich echt wirklich nur empfehlen. Ich feiere den. Aber einige Faktoren, die mich persönlich jetzt doch dran stören, ist erstmal das Design, das Sternzeichen, die 12 verschiedenen Modelle mit verschiedenen Sternzeichen, verschiedenen Farben und so. Das ist jetzt nicht wirklich mein Ding. Das feiere ich nicht so hardcore-mäßig. Auch der Preis von 40 Euro ist schon ganz schön heftig. Obwohl 40 Euro für den Ball eigentlich auch gerechtfertigt sind, finde ich, weil der ist wirklich top. Das Material ist top. Die Verarbeitung sieht man hier an den Nähten und so. Das ist auch alles wirklich sehr professionell und hochwertig verarbeitet, also wirklich geil. Und ja, alleine wie er sich in den Händen anfühlt und so, das Dribbeln und so, ist es echt ein schönes Gefühl, richtig cool mit dem zu spielen. Aber auch nur für die Halle, draußen würde ich den auf keinen Fall verwenden, auf dem Asphalt, nee, mach das bloß nicht. Das hält der nicht lange aus. Das wäre auch schade um den Ball, finde ich, für die Halle echt perfekt, ein Traum. Und ja, ich habe den Ball ja für 3 Euro bekommen, nicht für 40. Wieso ich den bekommen habe, erfahrt ihr hier, weil ich habe schon mal ein Video über den Ball gemacht, aber jetzt halt richtig getestet. Da sage ich aber nochmal Danke an den Internet-Rambo. Durch den habe ich und einige andere auch diesen Ball für 3 Euro bekommen, weil da ein Fehler bei Amazon war. Und ja, diejenigen, die das gesehen haben, dass Internet-Rambo das kommentiert hat und zugeschlagen haben, die haben sich auch gefreut, weil jeder hat einen Ball bekommen und echt hart. Also für 3 Euro ein Traum. Ein unglaublich gutes Geschäft gewesen und ja, 40 Euro würde ich persönlich nicht dafür zahlen. Da würde ich mir eher den Malton GG7X holen. Den habe ich schon mal getestet, ein Video gemacht, der ist hier. Den kann man wirklich vom Material und von der Verarbeitung her sehr gut damit vergleichen, aber auch für die Halle. Aber es ist halt auch ein Malton und da finde ich das Design dann doch schicker, auch wenn ich jetzt mehr Spalling-Fan bin. Aber ja, bevor ich jetzt hier mit diesem Sternzeichenball rausgehe, in die Halle gehe und mich damit repräsentiere und so, lieber nicht, das ist irgendwie nicht meins. Ne? Die Farbkombi finde ich jetzt auch nicht so schick. Okay, die Farbe wird noch durchgehen, aber das Design hier, das, ja, was ist denn das Sternzeichen, das hier? Zwilling bin ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, Verarbeitung ist echt top. Feedback geben, hat schon jemand einen Kuangmi-Ball in den Händen gehalten oder so? Also ist er mein erster und richtig, richtig gut. Also, ja, auch so ein No-Name-Ball, oder ist es ein No-Name? Ich weiß nicht, ich kenne die Marke jedenfalls nicht. Ja, kann auch gut sein. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, Feedback geben. Euer Mr. Mike. Tschüss.